Hey Leute, weiter geht's mit Let's Play Fallout 3, der Game of the Year Edition. Wir schauen jetzt einfach mal kurz nochmal, wo geht es weiter, beziehungsweise was müssen wir machen? Unsere Aufgabe, der tritt in seine Fußstapfen. Und natürlich muss man unseren Papa verfolgen, der in den eventuell im nahegelegenen Ort Megaton auch war oder ist. Wir werden es rausfinden. Ich möchte aber nochmal ganz kurz schauen bei den Gegenständen, und zwar bei den Waffen. Wir haben Baseballschläger, 10mm Pistole, Luftgewehr und Polizeiknüppel. Ist die Frage. Lassen wir jetzt erst einmal den Baseballschläger. Ja, 1294. Moment, Munition. Wir haben 206 Schuss für die 10mm. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Ich glaube, wir probieren die einfach mal aus. Ja, zack, okay. So, dann machen wir uns mal auf. Ja, da unten, genau in die Richtung müssen wir. Da vorne irgendwo muss Megaton sein. Moment, ich muss jetzt mal ganz kurz nachschauen. Ist das jetzt der richtige Name? Megaton, ja, das ist der richtige Name. Ne, das sind wir, oder? South East. Okay, wir schauen uns einfach mal auf dem Weg dorthin ein bisschen um. Vielleicht entdeckt man schon mal das ein oder andere. Ich weiß es nicht. Die Welt hier, die sieht ja auch wirklich fantastisch gut aus. Galaxy News, Radiofunksignal erfasst. Okay, Radio. Galaxy News. Kriegt man das jetzt rein oder nicht? Radio Enklave, Notsignal, Werners Notrufsignal. Wäre natürlich schön, wenn wir das noch reinkriegen würden, weil, ja, dann könnten wir mal uns da umhören quasi. Aber, ne, dieses Rauschen mag ich dann auch nicht schön die ganze Zeit. Zack, machen wir erstmal aus. Und dann schauen wir uns mal hier um, beziehungsweise gehen wir mal vorwärts die Straße entlang. Alles zerstört hier, ne? Ich meine, gut, okay, wir wissen ja, ne, Bombeneinschlag, Atombombeneinschläge überall. Die Welt wurde zerstört. Nichts ist mehr so, wie es mal war davor jedenfalls. Oder wie es davor war. Red Rocket. Ja, eine rote Rakete, eindeutig. Huch. Entdeckung Springvale. Okay. Die erste Stadt. Zumindest zerstört bis zum geht nicht mehr. Und hier scheint wohl auch keiner mehr am Leben zu sein. Dann können wir uns auch direkt mal hier umschauen, ob es hier irgendwas gibt. Okay, damit kann ich nur langsam laufen. Ist das jetzt schon Rennen? Wahrscheinlich eher nicht. Okay, und es läuft Musik. Hoppala. Was haben wir hier? Hopp. Eine Milchflasche nehmen wir natürlich mit. Was ist das denn? Augenbots der Enklave. Naja gut, ich hoffe mal, dass der jetzt nicht unbedingt... Upsa. Also... böse ist und uns angreifen will. Deswegen greift man den mal gar nicht an. Ein Auto. Oh. Dö, dö, dö. Okay, Nuka-Cola. Öffnen Verkehrs... Verkaufsautomat. Okay, Nuka-Cola. Wert 20, Gewicht 1, nehmen wir alles mit. Moment, was war das jetzt? Wo haben wir es? Nuka Cola. Effekt, ja, Radiel, was? Rad plus 2 und TP plus 10. Na gut. Wird mitgenommen, können wir vielleicht verkaufen, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Oh, was ist denn jetzt? Oh, bin ich überladen? Bin ich überladen? Das wäre ja dann mit Gewicht 212 von 210 tatsächlich überladen. Das ist doch blöd. Der ist ein bisschen blöd, ne? Radkakerlakenfleisch. Mein TP 217 von 230. Da kann man hier vielleicht irgendwas essen. Ein Stimbag hat kein Gewicht. So. Und die Musik von dem kleinen Kerl. Voll witzig. Dem können wir aber nichts machen.
Ja gut, wird also Zeit, dass wir irgendwo einen Händler finden. Ich denke mal, sowas wird es hier ja wohl geben. Zumindest würde es mich wundern, wenn es das hier nicht geben würde. Baseballschläger. In Staubsauger, ja. Klar, ein Staubsauger erst einmal im Briefkasten. Aber wisst ihr was, Leute, bevor wir uns hier großartig umschauen... Ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen, ey. So, bevor wir uns hier großartig umschauen, sollte man vielleicht doch dann wirklich mal diese Stadt, die Hauptstadt finden. Vielleicht dort ein paar Sachen verkaufen, die wir nicht brauchen. Es wäre zumindest mal nicht verkehrt. Süden. Da ist was Großes. Könnte das eine Stadt sein? Eine Stadt, wo Menschen leben? Was ist das? Tippity World. Geht zumindest mal ein Roboter oder irgendwas. Für eine Stadt sieht das reichlich komisch aus, wenn ich ehrlich bin. Aber das muss nicht sein. Ja, welche Bombe? Okay, danke. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Ja, danke. Viel Spaß beim Weiterarbeiten. Wir gehen mal hier rein. Ich schätze mal, das ist der Eingang hier. Ist ja auch lustig. Mit dem Triebwerk wird hier das riesige Tor geöffnet. Hammer hat. Okay, gehen wir mal nach Megadon. Zack, Entdeckung Megadon. Sehr schön, sehr schön. Wer bist du? Mein Name ist Lucas Sims. Bin der Sheriff der Stadt und Bürgermeister, wenn man mich braucht. Ja, hi Lukas. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie. Irgendwas sagt mir, dass sie okay sind. Willkommen in Megaton. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Ja, ich brauche tatsächlich was. Das ist eine schöne Stadt, Sheriff. Freut mich, Sie kennenzulernen. Okay, das ist eine schöne Stadt, Sheriff. Freut mich, Sie kennenzulernen. Sie sind freundlich und haben Manieren. Wir werden gut miteinander klarkommen. Sie behandeln die Leute gut und dürfen bleiben, solange sie wollen. Oh, danke schön. Freut mich, dass wir uns verstehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja. Wissen Sie etwas über den Bereich? Also, ja, erzählen Sie mir mehr über Ihre Stadt, würde ich sagen. Wir fangen erstmal ganz klein an, erstmal richtig durchfragen. Der wird uns ja hoffentlich alle Fragen beantworten können. Was genau soll ich erzählen? Ach so, warum heißt die Stadt Megadon? Die Stadt wurde nach der Bombe benannt, die sich genau im Zentrum befindet. Sie ist nicht hochgegangen. Noch nicht. Ja, das hört sich natürlich prächtig an. Ich meine, schön, dass er noch nicht hochgegangen ist, aber... Hä? Glauben Sie nicht, dass jemand das Ding entschärfen sollte? Ich glaube kaum, dass einer der Ansässigen dazu imstande wäre. Außerdem merken die meisten Leute gar nicht, dass die Bombe eine Bedrohung darstellt. Und zur Hölle. Cromwell und diese Verrückten von der Kirche des Atoms verehren das verdammte Ding. Warum? Wissen Sie etwa, wie man das Ding entschärft? Ein für alle Mal? Ja, eigentlich noch nicht. Ich kann mich darum kümmern, die Pumpe zu entschärfen. Ich weiß nicht, ob wir das können, aber wir sagen es einfach mal. Irgendwie muss das ja zu machen sein. Ah, in Ordnung. Aber hören Sie, sehen Sie sich's erstmal an. Ganz unverbindlich. Na klar. Wenn Sie den Auftrag ausführen, sind 100 Kronkorken für Sie drin. Oh, 22% Sprache. Ein Sprengstoffexperte kommt nicht billig heutzutage. Ich will 500 Kronkorken. Ich will kein Geld. Ja, ich seh's mir mal an. Großartig. Dann tun Sie, was in Ihrer Macht steht. Aber seien Sie vorsichtig. Prima, prima. Eine Hand wäscht die andere. Ich suche noch meinen Vater. Ich spreche ein paar Wegbeschreibungen für die Stadt. So, ja, nee. Erst einmal, wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megadon? Es heißt nicht umsonst Ödland. Aber es gibt überall Siedlungen. Die Menschen sind eben dickköpfig. Im Südosten liegt River City. Aber vergessen Sie DC. Das ist Kriegsgebiet. Okay, interessant, interessant. So, was haben wir denn noch? Ich brauche auf jeden Fall ein paar Wegbeschreibungen. Kein Problem. Was brauchen Sie denn? Ein Waffenhändler, eine Bar, ich brauche etwas Ausrüstung.
Ja, ich brauche etwas Ausrüstung, würde ich mal sagen. Moira verkauft allen möglichen Kram in ihrem Geschäft, dem Craterside-Lagerraum. Raten Sie mal, wo der liegt. Neben dem Krater natürlich. Ja, sehr schön. Das wollte ich gar nicht wissen. Na gut, der gibt uns die ganze Zeit also nur die Wegbeschreibung, aber das können wir uns alles mal selber anschauen. Da brauchen wir den nicht für. Hier, reden wir über etwas anderes. Was haben Sie auf dem Herzen? Ja, einer hat vielleicht die andere. Ich suche nach meinem Vater. Ich erinnere mich an einen Fremden, der hier durchkam. Hatte so einen speziellen Blick. So einen, den man bekommt, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Mhm. Hat einige Zeit in der Kneipe verbracht. Sprechen Sie mal mit Moriarty. Aber Vorsicht, er ist ein unangenehmer Zeitgenosse. Okay. Interessant, interessant. Gut, dann sollten wir vielleicht mal gehen. Erfüllt im nahegelegenen Ort Mecca deine Informationen über Papa suchen. Mit Colin Moriarty über Papa sprechen. Okay. Spielen Sie nicht mit dieser Bombe herum, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Ja, nee, keine Angst. Zur Not blase ich uns alle in die Luft, aber das ist doch scheißegal. Ich meine, hallo, wenn wir tot sind, dann sind wir tot, dann kriegt's eh keiner mehr mit, oder? Ja, wir schauen uns mal in dieser Stadt hier um, Megaton. Wer bist Hallo. Du? Wollen Sie handeln? Schauen Sie mal im Craterside-Lager vorbei. Okay, danke. So, seht ihr? Hier haben wir nämlich schon ein paar Wegpfeile, Wegbeschreibung quasi. Da braucht man den gar nicht für. Klinik, Commons, Luxury Apartment wahrscheinlich, ne? Saloon und Sheriff. Wisst ihr, warte, wir gehen erstmal hier rüber. Vielleicht dann doch direkt mal in den Saloon. Denken Sie noch nicht mal dran, hier einzubrechen. Okay, und was ist das hier? Lucas Sims Haus. Ja, nee, ich spreche da nicht ein. Upp. Spring geht hier wohl nicht. Okay. Und wer bist du? Wenn Sie was kaufen möchten, gehen Sie zu Moira im Craterside-Lagerraum. Aber passen Sie auf, sie ist keine gewöhnliche Frau. Okay, danke. Das klingt ja schon mal gut. Also wir müssen auf jeden Fall zu diesem Lagerraum und ein bisschen Zeug verkaufen. Ich meine, das muss man so oder so. Was darf's denn sein? Ja, du bist ja Walter, ne? Was darf's denn sein? Ja, wie kann ich dir helfen? Was können Sie mir über Megaton sagen? Was können Sie mir über Megaton sagen? Was ich Ihnen über Megaton erzählen kann? Tja, diese Scheißbombe bringt uns alle langsam um. Wie gefällt Ihnen diese Information? Ja, gar nicht. Ja, was machen Sie hier? Ich kümmere mich um die Wasseraufbereitungsanlage. Dieses alte, verrostete Ding versorgt uns mit sauberem Wasser. Zumindest zur Zeit noch. Okay. So, was gibt's Neues in der Stadt? Tja, die Leute sagen, dass der Wasseraufbereiter bald seinen Geist aufgibt. Ich werde Ihnen sagen, was ich auch den Leuten sage. Ich halte dieses Wrack seit 35 Jahren am Laufen. Und dieses Problem war das erste, das ich nicht lösen konnte. Mhm, aber wie kann ich hier helfen? Nun, alle wissen, dass die alte Wasseraufbereitungsanlage bald den Geist aufgibt. Ich bin der Einzige in der Stadt, der das Ding in Gang halten kann. Ich verbringe so viel Zeit in der Anlage, dass ich mich nicht um die Lecks kümmern kann, die die Rohre in der Stadt ständig bekommen. Nun, ich erwarte von Fremden nicht viel, aber falls sie sich gut genug auskennen, können sie diese Lecks suchen und ausbessern. Okay. Können Sie die Rohre nehmen? Wie viele Lecks gibt es denn? Ich meine, ich will den jetzt nicht verärgern, ne? Dem Druck in der Anlage nach zu urteilen, würde ich sagen, dass es in der Stadt insgesamt 3 Lecks gibt. Mhm. Überprüfen Sie die Rohre und die Ventile. Die Lecks sind unter Umständen schwer zu finden. Okay, interessant. Ja, ich werde es mir merken. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Wenn die Leute wüssten, wie übel es hier oben aussieht, nicht auszudenken. Ja. Okay, mehr kann man nicht machen. Ich muss jetzt loskumpeln, ne? So, wieder an die Arbeit. Genau. So. Warte mal. Zack, die Waffe, die packen wir mal weg. Wer redet denn hier? Ach, du bist das. Hallo. So, was haben wir hier? Wasseraufbereitungsanlage. Gehen wir mal direkt rein. Ja, speichern. Das ist schon mal gut. Auch wenn ich nicht weiß, wofür. Noch sind wir ja hier. Und haben nichts angestellt. Es sei denn, wir tun jetzt irgendwas anderes in der Luft jagen. Ja, aktivieren wir mal. Zack. So, das können wir natürlich nicht mitnehmen, beziehungsweise hier können wir gar nichts mitnehmen, ja. Klauen will ich nicht. Noch nicht zumindest. Mal schauen, vielleicht wird das später ja anders.
Aber das wäre schon nett gewesen, wenn er im Endeffekt jetzt uns noch ein paar Sachen mitgegeben hätte, damit wir das alles halt, ne? Was? Eichhörnchen am Stiel? Ja, Mahlzeit, Leute, ne? Eichhörnchen, das ist so, ja, auch mein Lieblingsgericht. Das ist, esse ich auch so beinahe schon täglich, ne? Eichhörnchen. Eichhörnchen am Stiel. Ja gut, wenn die Leute nichts anderes zu futtern haben. Ich glaube, wenn man nicht wirklich die Wahl hat, dann ist einem alles recht. Oh, das ist jetzt aber schnell dunkel geworden. Hammers Nacht da oben, die Sternchen am Himmel. So, aber sollte in die Richtung nicht irgendwie Polizeistation noch sein, irgendwie? Oder täusche ich mich da gerade? So, ne, gehen wir hier vorne runter. Was haben wir denn hier? Was ist the greatest supply? Oh, sind wir hier richtig? Tisch? Ja, das ist schön. Ich glaube, hier müssen wir dann rein, aber es ist Nacht. Das ist jetzt nicht gerade das, was mir gefällt. Dann warten wir einfach mal ein Ründchen. Wir haben 58 PM. Ja, Leute, mir bringt es ja nichts, wenn der Laden zu ist. Deswegen, ne? Zack, machen wir mal 8 Stunden draus. Warten. Oh, habe ich mich jetzt um 2 Stunden verschätzt? Ernsthaft? Okay, dann halt nochmal 2 Stunden. So, zack. Lisa, wann gehen die Leute denn bitte hier in den Laden rein und alles? So, dann machen wir halt. Machen wir nochmal 2 Stunden. So, aber jetzt. Jawohl. Jetzt kann man in den Laden rein. Aber sagt, dass ich nicht mit Fremden reden soll. Huch, da? Okay. Harten Sims. Ich glaube, der ist gerade rausgelaufen. In dem Moment, wo ich ihn ansprechen wollte, ja, prima. Was für ein Bengel. Keine Mätzchen, ja? Nee, zu dir will ich eh nicht. Haben Sie was zu verkaufen? Moira Braun. Hey, ich habe gehört, Sie kommen aus der Vault. Ich habe schon seit Jahren keinen mehr aus der Vault zu Gesicht bekommen. Ernsthaft? Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Moira Braun. Ich leite den Craterside-Lagerraum, aber meistens bastle und forsche ich. Mhm. Hören Sie, ich arbeite an einem Buch über das Ödland. Es wäre toll, wenn es ein Vorwort von einem Vault-Bewohner hätte. Würden Sie mir dabei helfen? Ja, warum eigentlich nicht? Ja klar, ich habe viel zu erzählen über das Leben in der Vault. Prima, erzählen Sie mir, wie es ist, immer unter der Erde zu leben. Zum ersten Mal nach oben zu kommen oder was auch immer Sie erzählen wollen. Ja, der Straußen da ist super. Hauptsache kann ich nicht mal die Decke sehen. Es war eng, dunkel, das ist mal mit. Nee. Ja, es war das Paradies. Keine Angst, keine Sorgen, kein Streit. Bis Papa weg war. Ein Papa, der abgehauen ist, was? Von der Sorte habe ich schon viele gesehen. Aber noch keine mit einem großen 101 auf dem Rücken. Viel Glück bei Ihrer Suche. Vielleicht wird Ihnen der gepanzerte Vault-Anzug da draußen helfen. Was meinen Sie? Das würde gut ins Buch passen. Wollen Sie mir bei der Recherche helfen? Ich kann Sie auch bezahlen. Los, das wird sicher lustig. Klingt tut das auf jeden Fall gut. Gepanzerter Vault 101 Overall-Anzug hinzugefügt. Sehr schön. Bezahlung? Welche Art von Bezahlung? Welche Art von Arbeit? Na, erstmal, was ist das für ein Buch, an dem Sie arbeiten? Naja, das Ödland da draußen ist ein gefährliches Pflaster, stimmt's? Die Leute könnten Tipps gebrauchen. Sowas wie ein Ödland-Überlebenshandbuch. Mhm. Darum brauche ich einen Assistenten, der meine Theorien testet. Ich will keine Verletzungen durch Fehler. Das bringt keinem was. Nein, dann schreien sie mich dauernd nur an und sagen ganz, ganz böse Dinge zu mir. Ja, das stimmt wohl. Ja, hört sich nach einer guten Idee an. Ich helfe natürlich gern. Was für ein Enthusiasmus. Also gut, ich denke, das erste Kapitel sollte sich mit dem Überleben angesichts der tagtäglich lauernden Gefahren befassen. Es geht um verschiedene Themen. Wie und wo es Essen gibt, die Gefahren der Strahlung und wie man Landminen vermeiden oder sogar nutzen kann. Oh, das klingt nach Spaß, oder? Was kommt als erstes dran? Ja, Essen holen klingt nicht schlecht. Was brauchen Sie denn? Naja, Lebensmittel und Medikamente braucht jeder an und wann, richtig? Das A und O bei der Sache ist ein Ort, wo man sie leicht findet. Nicht weit von hier ist ein alter Super-Duper-Markt.
Ich muss wissen, ob es an einem solchen Ort noch Arzneien und Lebensmittel gibt. Okay, ich sehe im Super-Dupermarkt einfach mal danach. Super, Lebensmittel sind das Wichtigste. Aber Medikamente wären auch nicht schlecht. Und wenn sie nichts finden, kommen sie zumindest heil zurück, okay? Na klar. So, reden wir über das Einzelne. Das Aufgabe hinzugefügt. Ödland Überlebenshandbuch. Ich denke, das werden wir auch als erstes direkt mal in Angriff nehmen gleich. Naja, wenn wir dann aus der Stadt wieder rausgehen, erst natürlich mal richtig hier umschauen. Das ist, denke ich mal, das Allerwichtigste, weil, ne? Meine Taschen sind voll. Da kann ich nichts aus einem Super-Supermarkt mitnehmen. So, was gibt's noch in der Stadt? Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Wenn es Ihnen so wichtig ist, sollten Sie mit Manja sprechen. Sie lebt länger als alle anderen in Megaton. Okay. So, dann mal daran gedacht, die Bombe zu entschärfen? Das kann ich nicht tun. Für die netten Leute in der Kirche wäre das eine riesige Enttäuschung. Außerdem ist es ja nicht so, dass diese Bombe schon mal jemanden verletzt hätte. Leben und leben lassen. Richtig? Ja und nein. Eine Bombe, die jederzeit hochgehen könnte. Naja, gut. Ja, kann ich Sie was über Ihren Shop und den Sinn meiner Recherchen fragen? Fragen sind immer willkommen. Ich bin wie ein offenes Buch. Was wollen Sie denn wissen? Ja, wie läuft die Arbeit am Buch? Ich bin immer noch dabei, die Macken im ersten Kapitel auszubügeln. Es trägt den Titel Überlebenskampf. Es behandelt tägliche Bedürfnisse wie die Beschaffung von Nahrung und Wasser, die Vermeidung von Gefahren wie Strahlung, Fallen und dergleichen. Mhm. Okay. Verkaufen Sie hier irgendwelche speziellen Gegenstände? Ich habe die Baupläne für einen sogenannten Rocketwerfer. Ich verkaufe auch alle Komponenten. Sie können die Waffe also selbst bauen. Keine Sorge wegen der Munition. Dieses Baby verschießt jeden Schrott, den Sie im Ödland finden. Aschenbecher, Teddybären, was auch immer. Wenn Sie jemals spezielle Waffen bauen möchten, können Sie gerne meine Werkbank hier im Laden benutzen. Sie brauchen nur die Baupläne und Teile. Mhm, interessant. Das klingt ja mal geil, Leute. Also ein Rocketwerfer. Ein Rocketwerfer, der alles Mögliche verschießt, finde ich genial. Munitionsprobleme werden damit jedenfalls beseitigt, würde ich mal behaupten. Sehen wir mal, was es im Angebot gibt. Ja, genau. Das würde ich nämlich jetzt auch erstmal machen. Schauen Sie ruhig. Okay, danke, danke, danke. So, was haben wir denn an Kronkorken? Wir haben 0 Korken, ne? Okay. Elektrische Leiter, 16 Stück. Ich weiß jetzt nicht, was ich alles verkaufen soll. So, die haben 5 Gewicht. Altmetall, Gewicht 1, Wert 1. Wert 30. Baseballhandschuhe, kann man, denke ich mal. Ach so, okay, okay. So, das verkaufen wir nicht. Baseball kann man verkaufen. Oh, Moment, was ist das? Hat gerade mal 2 an Wert, aber. Ja, gut, was soll man machen, ne? Bleistifte. Brille. So, Buttermesser. Kabel. Ja, ich denke mal, wir können ja fast alles verkaufen. Ne, den gepanzerten Voltanzug, den verkauft man definitiv nicht. So, getönte Lesebrille. Glaskrug. Haarklammer behalt mal. Helm des Volt-Sicherheitsdienst. 4 Stück insgesamt. Okay, Kaffeekanne, Kaffeetasche. Ja, 14 Stück verkaufen, na klar. So, Kochplatte. Luftgewehr. Behalt mal. So, medizinisches Clipboard. Mandat. Okay, das sind dann wahrscheinlich hier Drogen oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Ja, Wahrnehmung plus 5 und Intelligenz plus 5. Das ist natürlich nicht verkehrt, aber... Ja, ich weiß. Ich behalte immer noch. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie noch benutzen werde oder auch nicht. Die Nuka-Cola. Ich weiß auch nicht, ob man die verkaufen soll oder nicht. Die hat ja auch gerade mal Gewicht 1, also... Ist das, denke ich, mal egal. Polizeiknüppel kann man verkaufen. Pimpel. Kakerlakenfleisch behalten wir. Die Della verkauft mal. Schachbrett. Schraubenschlüssel, Steamback verkauft man natürlich nicht. Derpentin, Toaster, Trinkglas, Tunnelschlangen-Outfit. Ja, ich denke, kann man auch verkaufen. So, zack. Ja, die Overalls kann man auch alle verkaufen. Oh, hoppla, was war das jetzt? Servicearbeiter, Overall, ja, braucht man auch nicht. Naja.
So, hier sind immer noch 9 Tassen. Ja. Bitte mal alle verkaufen. So. Sicherheitsrüstung. Verkaufen. Vorkriegs-Baseballmütze. Vorkriegsgeld. 14. Ja, können wir auch verkaufen, schätze ich mal. Wunderkleber. Und das war's. So. Was bekommen wir denn? 225 Korken. Das klingt vernünftig, schätze ich mal. So, Munition. 10 mm. Ich bin mir noch nicht sicher, ob man das auch kaufen soll. Aber ja, kann man später immer noch kaufen oder ja, verkaufen, je nachdem, was dann uns so einfällt. Ich weiß es noch nicht. Die gute Splittermin, sehr schön, ein Staubsauger. Also schätzungsweise werden wir wirklich auch viel unterwegs sein, die Sachen hier die Sachen looten, quasi alles mitnehmen, was geht, und... Haben Sie Kronkorken für mich? Dann gibt's keine Probleme. Nein, Kronkorken habe ich schon im Bar. So, zack, was haben wir denn hier? Ja, Baseballschläger, erstmal den Helm. Reparaturen bis zu 54% möglich. Oh, okay. Ja, wie... Okay, heißt das Zeug kann ich jetzt alles nicht reparieren, oder was? Na gut. Na gut. Und immer dran denken, ich kaufe alles. Ja, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, ziehen wir uns einfach mal um. Nämlich den gepanzerten Vault Overall. Seht mal, was der... ein Meer bietet quasi. Wir hatten jetzt das, zack... So. Gewicht 68 von 210. Das ist ja fast gar nichts, ne? So. Eigentlich kann man die Sicherheitsrüstung dann auch nochmal verkaufen. Dann ist uns das auch. Das ist jetzt der Sicherheitsanzug. Ja, komm, warum? Und? Wie lief die Plünderung? Haben Sie die Lebensmittel und Arzneien aus dem Super-Duper-Markt? Na, ich war noch gar nicht da. Ja, okay. Ich werde mich drum kümmern, wenn ich Zeit dafür habe, okay? Nein, das geht nicht. Jeder Tag, an dem Sie mir bei dieser Forschung nicht helfen, ist ein weiterer Tag, an dem Menschen sterben könnten. Ohne Forschung kann ich nichts schreiben. Sonst befolgen die Leute falsche Ratschläge und sterben erst recht. Machen Sie sich an die Arbeit. Jawohl, Frau Zicke. Machen wir sofort. Ich stand zwar die ganze Zeit vor dir und ich will jetzt erst einmal noch das verkaufen. Ja, ich will dir was verkaufen. Aber wenn du hier die ganze Zeit rumpuppelst und mich hier zulaberst, von wegen, mach dich mal auf den Weg, dann klappt das halt nicht, ne? So, zack. Gut. Gute Jagd. Ja, dankeschön. Ich muss jetzt los. Bis bald. Jawohl, bis bald. Mann, da motzt die uns an. Einfach nur, wir stehen hier da. Ich will ihr nur die Sachen verkaufen, ja, und... Naja. So, hier kann man natürlich nichts looten. Denken Sie noch nicht mal dran, hier einzubrechen. Nein. Lassen Sie mich bloß mit den Experimenten dieses verrückten Weibstücks in Ruhe. Dafür bezahlt man mir einfach nicht genug. Was für Experimente? Was will der? So, ich weiß nicht, was hier jetzt noch ist. Oh, ich glaube, das ist ein Privatbereich, oder? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Kleines Tische. Nee, das bringt es einfach nicht, ne? Also, das wird wahrscheinlich dann der Privatbereich sein. Willkommen im Craterside-Lagerraum. Ja, sorry, ich gehe da mal. Papa sagt, dass ich nicht mit Fremden reden soll. Auf Tag, der Herr. Wie? Brauchen Sie etwas? Nicht so wirklich. So, was bist du? Lucy. Ich kenne Sie nicht. Sind Sie neu in der Stadt? Genau, bin auf der Suche nach Beschäftigung. Ich hoffe, Sie meinen damit eine Arbeit, sonst sollten Sie sich mit Nova unterhalten. Okay. Ich suche jemanden, der eine Lieferung für mich erledigt. Sind Sie interessiert? Natürlich. Prima. Bringen Sie bitte meiner Familie in der Siedlung Arafu diese Nachricht. Ich habe seit Monaten nichts von Ihnen gehört und mache mir Sorgen. Sobald Sie dort ankommen, reden Sie bitte mit Davis West. Er wird Sie gerne für die Reise bezahlen. Ja, okay. Das klingt natürlich vernünftig, ne? Versiegelten Umschlag kann man mitnehmen. Neue Kartenmarkierung und eine neue Aufgabe. Blutsverwandtschaft haben wir auch angenommen. Sehr gut. Haben Sie ein paar Infos über Arafu? Ich gebe Ihnen gern Informationen, denn Sie tun mir ja auch einen großen Gefallen. So,
Gibt's da irgendwas, wovor ich mich in Acht nehmen sollte? Abgesehen von den Monstern des Ödlands, einigen Sklavenhändlern und Raider-Überfallkommandos und vereinzelten Landminen ist es da völlig ungefährlich. Wissen Sie, wenn es einfach wäre, würde ich selbst gehen. Ach so, ja. Hätte ja sein können, dass da irgendwas Besonderes ist, was ich nicht weiß. So, wer lebt noch in Achefu? Tja, mal überlegen. Da wäre Evan King. Er ist so etwas wie der Sheriff der Stadt. Dann wäre da noch meine eigene Familie, die Familie Ever. Und eine alleinstehende Dame namens Karen Shensi. Mhm, okay. Glauben Sie, dass Ihre Familie in Gefahr ist? Nein, ich glaube nicht, dass Sie in Gefahr sind. Vielleicht kommen die Briefe einfach nicht an. Überbringen Sie bitte unbedingt die Nachricht. Na klar. Und wo ist Arefu genau? Arefu liegt nordwestlich von Megaton, an einer alten Potomac-Brücke. Wenn Sie den Überbleibseln des Flusses folgen, ist es nicht zu verfehlen. Mhm, interessant. Okay, ich glaube, ich hätte noch andere Fragen. Okay. Ja, oder auch nicht. Ich muss da mal los. Hey, ich danke Ihnen nochmals dafür, dass Sie das für mich getan haben. Das bedeutet mir sehr viel. Ja, gern geschehen. Ich habe zwar noch gar nichts gemacht, aber das ist schön, wenn man sich schon mal im Voraus bedankt. Also so ein paar Vorschusslorbeeren. Das motiviert doch einen gleich mal wesentlich besser. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal die erste Quest an. Oder? Schauen wir uns hier noch weiter um. Wir waren noch gar nicht da unten. Da waren wir auch noch drin. So, was haben wir denn da oben? Ein Saloon, das geht aber hier sagt, lang. Dass ich nicht mit Fremden reden soll. Ja, dann sprich mich doch nicht an. Billy sagt, dass ich nicht mit Ihnen reden soll. Hi, ich bin Maggie und lebe mit Billy Creel zusammen. Kennen Sie ihn? Er kümmert sich um mich. Na gut, ich muss dann mal. Tschüss. Jo, tschüss. Ja, ist klar. Und dann kann ich noch mit dir reden. Klasse, Mädel. So, ja, wer kümmert sich um dich? Billy kümmert sich um mich. Kennen Sie Billy? Billy Creel? Vor langer Zeit hat er mich vor den Raiders gerettet. Sie haben meine Eltern getötet. Aber Billy war da, bevor sie mich fangen konnten. Und jetzt ist er sowas wie mein Vater. Mhm. Okay. Was gibt es über Megaton zu sagen? Megaton ist ganz okay. Als ich klein war, lebte ich weit weg, bis Billy mich gefunden hat. Okay, interessant. Wer ist noch in der Stadt? Mit den meisten spreche ich nicht. Billy sagt, dass ich immer vorsichtig sein muss. Vor allem darf ich nicht mit Mr. Jericho sprechen. Meistens spiele ich den ganzen Tag mit Harden, wenn sein Vater ihm nicht schießen oder was anderes beibringt. Mhm, Billy sagt, dass er mir das Schießen eines Tages auch beibringen wird. Okay. Klingt ja zumindest mal vernünftig in dieser Welt. Aber ich glaube, ich muss jetzt mal los, ne? Auf Wiedersehen. Jo, tschüss, Kleine. So, irgendwo muss ja also der Saloon noch sein. Ja, aber nett von dem Mädel, dass die... Saloon. Nett von dem Mädel, dass... Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Dass die uns im Endeffekt ja anspricht, mehr oder weniger. Ja, Herrentoilette, ja, gehen wir mal rein. Ne, für die Damen unter euch, zack, einmal hier umschauen. So sieht das natürlich in dem Herrenklo aus. So eine Kloschüssel zertrümmert. Alles offen, überall Pömpel natürlich, weil natürlich keiner richtig, beziehungsweise jeder das Klo verstopft. Ist schon klar, hey. Aber hier haben wir gar nichts weiter, ne? Zack, aktiviert Toilette. Ja, pfui. Und ich trinke das auch noch. Ist ja ekelhaft. So, aber hier ist nichts weiter. Ah ne, kann man direkt wieder rausgehen. Hätte ich mir natürlich auch denken können, dass hier nicht wirklich irgendwas ist. Was haben wir denn da oben? Ist das der Salon oder was? Da drüben ging es auch noch lang. Salon, Moriarty Salon. Okay, hier sind wir richtig. Hier sollen wir vielleicht ein paar Informationen über unseren Vater kriegen. Und was rauscht hier so, das Radio? Ja, mach schon, du Schrottteil. Jeden Tag derselbe Mist. Bob, ich sagte doch, dass es nicht das Radio ist. Der Empfang des Radiosenders der Enklave ist okay. Aber das Signal von Galaxy News ist schlecht. Mhm. Warum funktionierst du nicht? Verdammtes Radio. Ja, mach's einfach aus und gut ist. Hey, Glattaut, brauchen Sie was? Vielleicht ein Drink? Was anderes? Irgendwas? Ja. Also, er ist offenbar ein Cool. Gut, lass mich einen Moment darüber nachdenken. Moment mal. Sie werden mich nicht schlagen? Mich anbrüllen? Noch nicht mal ein bisschen beschimpfen? Nein. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Ach nee, was für eine Überraschung. Ich bin's gewöhnt, von jeder verdammten Glatthaut dieser Stadt verarscht zu werden, weil ich wie eine Leiche aussehe.
Freut mich zu sehen, dass es hier auch noch ein paar interessante Leute gibt. Hören Sie zu. Moriarty würde mir den Kopf abreißen, wenn er mich mit Billigpreisen erwischen würde. Aber für Sie riskiere ich's. Sehr, sehr gut. Sie haben Karma dazu gewonnen. Das ist mal geil. Und ja, warum sollte ich denn schlagen? Hört mal, Leute. Solange der uns nichts tut, ne? Solange der mir nichts tut, tue ich ihm auch nichts. So, ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Oh ja, an so jemanden erinnere ich mich. Ehrlich gesagt halte ich mich normalerweise im Hintergrund. Bekomme häufig eins drauf, wenn ich Kunden anstarre. Aber sprechen Sie mal mit Moriarty. Okay. Tja, aber gerade mal 36% Erfolgsaussicht, wenn ich das jetzt hier sage, dass er mir noch mehr sagt. So, wäre gut, wenn du noch jemanden kennen würdest, der helfen könnte. Bei Moriarty haben Sie die meisten Chancen. Viel Glück. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit, sonst muss ich mich vor ihm rechtfertigen. Okay, ich spreche dich trotzdem nochmal an, weil du sagtest ja, das war... Schön, Sie zu sehen. Moriarty war in letzter Zeit besonders fies zu mir und ich brauche ein paar freundliche Worte. Okay, wo sind Sie hergekommen? Ich komme aus Underworld. Das ist eine coole Stadt in DC. Dahin bin ich aufgebrochen, um Abenteuer und Glück zu finden. So bin ich hier gelandet. Ich hänge hier fest. Colin sagt, dass ich erst gehen darf, wenn ich meine Schulden bezahlt habe. Außerdem berechnet er mir Kost und Logis. Wenn Sie jemals nach Underworld kommen, grüßen Sie Carol von mir. Ja klar, warum nicht? So, was ist eigentlich Galaxy News Radio? Mr. Moriarty sagt, dass wir den Sender eingeschaltet lassen können. Gutes Programm. Ich mag den DJ Three Dog und wie er beim guten Kampf hilft. Wenn ich mitmachen könnte, anstatt hier festzusitzen. Jo, eigentlich kann er ja mitmachen, ne? Machen, aber ja gut, muss jeder selber wissen. Ich brauche einen Trinkkumpel. Na klar doch. So, was hast du denn hier? Stimbags, Wein? Intelligenz minus eins, ja, ne? Das ist so... Alkohol tötet Hirnzellen und keine Hirnzellen, ne? Nichts denken. Ihr kennt das, Leute. Aber... Ja, bringt uns alles nichts. Nee, brauchen wir nicht. Zack. So. So, tschüss, Cop. Bis bald. Gut, dann suchen wir mal den Moriarty. Huch. Okay. So, wer bist du? Gerade als ich schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte. Freut mich wirklich, Sie kennenzulernen. Ich bin Mr. Burke. Und Sie? Naja... Sie sind kein Bewohner dieser fauligen Jauchegrube. Das lässt Ihren Marktwert steigen. Marktwert? Ja, Mr. Burke, nicht wahr? Nur weiter, ich bin entzückt. Endlich jemand, der seine Bürgerpflicht ernst nimmt und einen gesunden Menschenverstand besitzt. Ja, klar. Ich vertrete bestimmte Interessengruppen und... Diese Interessengruppen sehen diese Stadt Megaton als Pestbeule in der urbanen Landschaft. Sie haben hier keinerlei Wurzeln, kein Interesse am Schicksal dieser Jauchegrube. Helfen Sie uns, den kleinen Schandfleck von der Karte zu entfernen. Nein. Sind Sie denn? Moment, Sie haben vor, die Stadt zu zerstören? Nein. Ich bin nur der Anwerber. Sie werden den ganzen Spaß haben. Die nicht detonierte Atombombe, die dieser Stadt ihren Namen gab, kann immer noch hochgehen. Man muss ihr nur einen kleinen Schubs geben. Ich habe eine Fusionsimpulsladung. Wenn sie an der Bombe angebracht ist, können Sie sie von einem sicheren Ort aus hochjagen. Leichtes Geld für Sie. Leute, das ist zwar interessant und mit Sicherheit auch mal gut anzusehen, aber ich bin ehrlich, ich will diese Stadt nicht hochjagen. Warum sollte ich das tun? Das ist halt die Frage, ne? Wisst ihr was? Wir sagen dem gar nicht erst, dass wir die Bombe entschärfen sollen, sondern einfach, sie dicken ja nicht richtig, Burke, und ich soll ihnen auch noch helfen? Das ist aber eine Enttäuschung. Wenn Sie Ihre Meinung noch ändern,
das Angebot steht. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ich gehe da mal, ne, Kumpel. Oh Mann, was für eine Flachpfeife. Natürlich werden wir diese Stadt nicht hochjagen. Ups, der ist weg. War hier nicht... Oh. Hä? Wer ist denn... Ich habe hier eigentlich kein Problem. Ja, da ist er. Genau. Ein Problem? Nein. Was darf es denn sein? Ja, ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Ja, an den erinnere ich mich. Ich habe gesehen, wie er mit Moriarty gesprochen hat. Gut aussehende Männer wie diesen vergisst man nicht so schnell. Okay. Oh, Ladykiller, Süße. Ich hätte echt gern mehr Zeit für dich, aber ich muss meinen Vater finden. Ich würde auch gern Zeit mit dir verbringen. Pass auf, ich kann dir helfen. Geh da hinten ins Büro. Moriarty hat da ein Terminal. Alles, was du suchst, befindet sich dort. Mhm. Hier ist das Kennwort. Schade, dass du so jung bist. Ich könnte dir Sachen beibringen, die du niemals vergessen würdest. Oh, Leute, 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 hier geht's ja ab. Okay, zumindest mal haben wir jetzt eine schöne Alternative. Das ist also mit diesem Ladykiller gemeint, diesen Skill, den wir da oder den ich mir da ausgesucht habe extra. Ja, er bringt also tatsächlich was. Okay. Okay, ich muss jetzt los. Pass auf dich auf, Schatz. Na klar. So, also, die sagte irgendwo. Tenten durch. Hier ist Moriarty. Moriarty Terminal. Colin Moriarty, zu Ihren Diensten. Willkommen im Moriartys. Meine Kneipe, mein Zuhause, mein kleines Stückchen Himmel in dieser verdammten Stadt. Okay. Wenn Sie die Kronkorken haben, sorge ich dafür, dass Sie Spaß haben. Setzen Sie sich, machen Sie sich bequem. Ihre Sorgen sind jetzt Vergangenheit. Na klar, ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Mein Gott, Sie sind's. Der kleine Junge ist erwachsen und immer noch irgendwie ein kleines, hartnäckiges Schlitzohr. Es ist lange her, Kleiner. Ach, der war da, ja, und auch gleich wieder weg. Bekam, was er wollte und machte sich aus dem Staub. Ich nehme an, Sie werden dasselbe tun, richtig? Vielleicht. Wie mein Vater und ich wurden in Vault 101 geboren. Hat Ihnen das Ihr Vater erzählt, dass Sie in diesem Loch geboren wurden? Dass auch er dort geboren wurde? Ja. Ja, ja, die Lügen, die wir unseren Lieben erzählen. Ihr Vater brachte Sie gleich nach Ihrer Geburt zur Vault, damit Sie sicher sind. Kann mich noch gut erinnern, denn Sie haben in meinem Saloon gelebt. Ja, Ihr Vater, sein Freund aus der Bruderschaft und Sie, der Säugling ohne Mutterbrust, stammen aus der Vault. Das mit Ihrer Mutter tut mir echt leid. Aber das Leben geht weiter. Papa hat gelogen. Das Leben ist voller kleiner Enttäuschungen. Und jetzt sind sie erwachsen und fragen sich, wo er ist. Hm, okay. So, mein Vater hat mir erzählt, dass wir in Vault 101 geboren wurden. Ah, verstehe. Naja, ich habe von der Gehirnwäsche gehört, mit der da unten gearbeitet wird. Von einem Kerl, der vor 5 Jahren geflohen ist. Gegrüßt sei der Aufseher. Wir kommen in der Vault zur Welt und wir sterben in der Vault. Und der ganze Wahnsinn eben. Eine bessere Programmierung als unser Deputy World. Also schön aufpassen. Sowas wird schnell ausgenutzt. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Wisst ihr was, Leute? Wir probieren das jetzt mal mit der Sprache. Erstmal schnell speichern, zack. Ach, bei angehaltenem Spiel können sie nicht... Och, das ist jetzt schade. Nee, dann probiere ich das jetzt nicht, weil 48%. Okay. Kommen wir zur Sache. Wie viel wollen Sie für den Aufenthaltsort meines Vaters? Sie begreifen schnell. So läuft das hier draußen. Wer etwas will, nimmt sich's. Oder bezahlt mit guten alten Kronkorken. Sagen wir 100. Scheint mir ein fairer Preis für eine Familienzusammenführung zu sein. Meinen Sie nicht? Ich meine eigentlich, das ist ein bisschen teuer. Naja. Okay, hier sind 100 Kronkorken. Wo ist mein Vater? Sehr gut. Ihr Vater hat ein schlaues Kind großgezogen.
Es gibt keinen Ersatz für die väterliche Liebe, nicht wahr? Da wir gerade von Ihrem Herrn Vater sprechen, er ist nach DC südöstlich von hier gegangen. Zum Galaxy News Radio. Viel Glück. Ohohoho, zum Galaxy News Radio. Das klingt mal gut, weil dort kann man nämlich eventuell vielleicht auch das Signal verstärken und vielleicht mal Galaxy News Radio hören. Aber wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was, Leute? Wie es weitergeht, erfahren wir erst beim nächsten Mal. Denn das soll das Ende für diesen Bart gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, ihr wisst Bescheid. Ein Däumchen nach oben. Teilt den Link zum Video fleißig und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Fallout 3. Bis dann, Leute. Ciao.